Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Wasteland. So, wir haben in der letzten Folge haben wir ja hier dieses Ritual ausgeführt und da haben wir ja diesen Weak Blood Shard bekommen. Dafür, den brauchen wir ja, um da oben diese vier Steine zu machen, dass wir den Blutaltar entsprechend dann auf Tier 4 machen können. Entschuldigung, ich musste kurz aufstoßen, ohne Witz. So, ich hole mal ganz kurz meinen Siegel. Und dieses Siegel im Endeffekt, das missbrauchen wir jetzt mal, um einfach mal zu gucken, was wir dabei rausbekommen. So, pass auf, jetzt haben wir ja, ich habe ja hier schon diese Rune of Augmented Capacity gemacht. Die haben wir schon eingebaut. Das heißt, wir sind immer noch bei Tier 3 und haben 10.000 Life Points. So, pass auf, jetzt machen wir, nehmen wir diesen Blood Shard, nehmen normale Steine, 4 Stück, ne, gar nicht, einer reicht, kriegen da, wie du siehst, 32 von den Blutsteinen raus. Genau, Large Bloodstone Brick. Cobblestone. Da mache ich jetzt einfach mal. Nee, nicht das. Warte. So. Schmeiß das mal weg. Und mache jetzt alle vier Ecken quasi mit diesem Blood Stonebrick fertig. Und dann können wir uns angucken, was der Unterschied ist. Nee. Das doch nicht, das brauche ich noch. Was der Unterschied ist zwischen diesen Runen, die ich da gemacht habe. Diese Capacity-Runen. Und eben den normalen halt, ne? Was wir sonst so so, da, was wir sonst so eben nicht haben. Jetzt ist halt der Knackpunkt. Ich muss da die blöden Dinger wieder hinsetzen. Klasse. Ja, geil. Ha, Idee. Beste, ne? Beste Idee, oder? So ist er. So, pass auf, dann geht's hier weiter. Nicht so rum, sondern bitte so rum. So, dann mache ich das mal ein bisschen entfernt. Die Nacht ist wieder da. Hurra, es kommen die Monster wieder. Ich liebe sie nicht. So, wie gesagt, 10.000. Kriegen wir das noch hin? Ne, oh, ich habe 29 Essenzen noch. So, pass auf, Tier 3, 10.000 Life Points. Und dann geht's jetzt ab. Und wir machen da jetzt Tier 4 draus. Zack, jetzt haben wir Tier 4. Geht ganz automatisch und dann siehst du auch gleich, aufgrund der Runen, sonst hätten wir auch nur 10.000 Life Points, muss man auch ganz klar sagen, aufgrund dieser Runen haben wir jetzt eine deutlich, sollten wir zumindest, erhöhte Kapazität haben. Das siehst du auch schon anhand des Blutes, was im Blutaltar drin ist. Der war vorher voll. Und jetzt haben wir hier 66.000 Life Points drin. Mehr als genug. Man könnte jetzt noch auf 100.000 voll machen, aber das macht keinen Sinn in diesem Modpack. Weil es geht einfach jetzt nicht weiter. Das ist das Problem. Also man könnte jetzt natürlich anfangen und die nächste Stufe bauen, dass du jetzt auf Tier 5 kommen würdest. Das Problem ist halt nur, ich brauche für Tier 5 Beacons. Und da sehe ich jetzt das große Problem bei uns hier drin sitzen. Bei den Beacons. Und zwar, man könnte, also ein Beacon habe ich da hinten, ne, da siehst du es leuchten. Das ist irgendeine Belohnung von einer Quest gewesen, tatsächlich, was die dreimal gemacht haben. Und meine drei Kollegen, Shiro, Christina und Bobsau, da oben ist der Beacon drauf. Hallo, haben wir hier irgendwo? Hier, komm mal her. Du kannst mir mal helfen, Alter. So, komm mal her. Whoop. So, wenn ich mir den jetzt schnappen würde, da oben ist der Beacon. Ne, da habe ich schon mit Bobsau gesprochen. Den könnte ich mir natürlich nehmen für diese Sachen. Macht halt nur eben keinen Sinn, weil es nur einer ist. Und ich brauche vier davon. Ohne die komme ich eben dem Blutalter Stufe 4 oder Tier 5 eben nicht mehr weiter. Das ist halt das große Problem. Und dementsprechend ja, sehe ich mich halt gezwungen, leider Gottes, das Projekt Blutalter zu beenden. Erstmal. Vielleicht ist es ja noch so, weil klar, ihr werdet jetzt sagen, geht auch in den Nether rein. Ja, nein.
Aus dem einfachen Grund, es gibt hier keinen Nether. Der ist hier weg. Der ist nicht da. Es gibt keinen Nether. Dementsprechend kann ich kein Portal. Ich kann zwar schon bauen, aber ich bin dann irgendwo nur nicht im Nether, sondern irgendwo im Nichts. Das ist das Problem. So, und dazu ist dann eben halt das Problem, dass ich da keine Wither-Skelette bekomme oder farmen kann, beziehungsweise die Wither-Köpfe bekomme. Und dementsprechend ist es halt so, dass ich auch keine Wither spawnen kann und auch keine Nether-Stars bekomme. Und die Nether-Stars brauche ich ja für die Beacons, wie im Allgemeinen bekannt ist. So, das ist jetzt der Punkt. Ich kann nur sagen, wir haben jetzt noch eine automatische Obsidian-Farm. Wir haben, der Bobsau, der hat so ein bisschen umgebaut, sonst war ich ja immer unten, musste ich ja da hinten, ist ja dieser Aufgang, ne, siehst du das da hinten? Ne, da ist ja dieser Runtergang, da waren ja unten diese 1000 Kisten da, das haben wir jetzt alles hier oben. Das heißt, Eisenblöcke hätte ich genug da, um die Beacons komplett auszubauen, wie ich ja vorgehabt habe. Ne, also diese Pyramiden, diese vier Stück, die könnte ich bauen, macht nur eben keinen Sinn, wie gesagt, weil ich keine Beacons habe. Wir haben jetzt die Hoffnung, dass wir Skelette bekommen. Warte. Und die vielleicht eventuell sogar Arschloch. Hier durch diesen Graben laufen lassen könnten. Hat auch der Bobsau gebaut natürlich. Oh, Alter, warte mal. Option Sound. Mach dich mal aus. So, und zwar haben wir die Hoffnung. Das ist Witchwater. Das ist ein Graben mit Witchwater. Und da sind wir eben drauf gekommen. Es gibt Witchwater und es gibt eben halt... Komm mal her. Kommst du? Bist du böse? Ja, jetzt bist du böse auf mich. Sehr geil. Hui. Mach dich mal tot. Zack. Das ist genau so ein Ding mit den Enderperlen. Wir haben eben keine große Möglichkeit, an Enderperlen zu kommen. Ist der andere Punkt. So, das heißt, wir müssen jetzt zusehen. Och Mann! Wir müssen jetzt zusehen, dass wir hier Skelette anlocken, die durch das Witchwater laufen, auf diese Dornen drauf und dann die Hoffnung haben, dass sie hier irgendwann mal einen Schädel droppen. Das Problem ist nur, ich habe noch keinen erlebt. Der Wither-Schädel gedroppt hat. Bobsaw, siehst du ja hier, der hat sich auch schon ein paar Mal hingestellt. Der hat das auch noch nicht erlebt, dass da irgendwie so ein Wither-Schädel gemacht wurde. Ja, Shiro und Flu, die haben ja mit ihren eigenen Sachen da noch zu tun. Die haben ja, glaube ich, noch so ein, zwei eigene Projekte, die hier drauf laufen. Und Christina, die ist ja auch schon wieder bei einem anderen Projekt mehr oder weniger unterwegs. Das heißt, eigentlich, ich kann ja den Ton wieder anmachen, eigentlich ist das Projekt, ja, durch, möchte ich sagen. Das ist halt das Problem. Eigentlich ist das Projekt durch. Man kommt eben halt nicht weiter. Das ist das Thema. Also ich würde ja gerne noch machen, klar. Aber wie gesagt, ich komme nicht an Beacons. Ich brauche Beacons. Das ist der Knackpunkt. Und dementsprechend, weil ich da eben nicht drankomme, ich brauche Netherstars unterm Strich. Auch nachher für Tier 6. Muss man auch dazu sagen, für Tier 6. Für diese lila Dinger. Warte, können wir nochmal gucken hier. Und zwar Blood Magic. Magik. Gibt nichts anderes mehr, ne? Okay, alles klar. Das heißt, wir brauchen diese hier, ne? Die Dämonportals. Die brauchen wir. Die können wir gar nicht craften, oder was? Hallo? War noch Dämon, oder? Oder? Aber hier waren es irgendwelche lila oder Crystal Cluster? War das, nee, die Crystal Cluster waren das nicht. Irgendwelche violetten Steine. Ich glaube, das war dieses Dämon-Portal-Ding. Bloodstone Brick. Ich glaube, der war das? Ich weiß, irgendwie einer von denen war das gewesen. Punkt. Und dafür brauchten wir allerdings, soweit ich das weiß, auch Netherstars. Okay, könnte ich gar nicht bauen, so wie es aussieht, wa? Müsste ich nochmal genau nachgucken. Ich glaube, der war das gewesen, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Müsste ich nochmal nachgucken, wie dieses Ding heißt. Dieser Stein ist ein violetter Stein auf jeden Fall, den wir dann brauchen nachher für Tier 6. Ne? Tier 6 war das, glaube ich, gewesen. Dann wäre er auf die höchste Stufe ausgebaut, der Altar.
und dafür weiß ich, brauche so Nesa-Stars im Endeffekt. Und dadurch, dass wir eben keine Nesa-Stars bekommen, möchte ich, glaube ich, das Projekt hier an dieser Stelle für mich zumindest beenden, tatsächlich. Denn ich komme nicht weiter. Das ist der Punkt. Ich kann zwar, wie gesagt, jetzt noch hier unten Tier 5 anfangen, aber es wird nicht fertig aufgrund dessen, weil eben Nether-Stars fehlen. Ist einfach so. Und die brauche ich, wie gesagt, für die Beacons. Einen hätte ich. Nur mal so nebenbei erwähnt, ist halt einfach so. Und wie ich jetzt dann ein Haus nochmal einrichte und so weit alles, das muss ich euch, glaube ich, nicht zeigen, ne? Wo dann Betten hinkommen und eine Waschmaschine und sowas halt. Ist eben das Problem, gibt es nicht. Es wird auch in absehbarer Zeit, so wie es aussieht, erstmal kein weiterer Mod dazu kommen. Von daher ist das Mod-Paket eigentlich ausgelutscht, was es jetzt soweit gibt. Nicht bei mir, aber bei Bobsau. Und der hat hier alles schon aufgebaut. Und warum sollte er das Rad nochmal neu erfinden? Der hat hier Pflanzen gebaut mit allen wichtigen Materialien, sprich Lapis automatisch, Gold automatisch, Dia automatisch, Glowstone ohne Ende. Ne, das haben wir hier auch wie Sau. Das ist eben der Knackpunkt. Es wird jetzt alles mittlerweile hier im Lager gesammelt. Da, bup. Das Einzige, was ich noch machen könnte, sind wie heißen die Flügel? Tinkers Construct? Nee. Oder mit Unterstrich? Auch nicht. Oder mit Bindestrich? Auch nicht. Tinkers. Wie waren denn die Flügel? Scheiße, wie hießen die Flügel? Warte. Kann ich so Traveler, ne? Travelers, genau. Traveler Wings. Das könnte ich dir eben noch zeigen mit Bronze. Gold und eine Enderperle. Dann haben wir eben diese Traveler Wings, dann können wir eben höher springen. Diesen Doppelsprung, glaube ich, ist das, ne? Warte mal, haben wir noch Bronze hier irgendwo? Bronze. Viermal Bronze. So, dann habe ich bei mir zu Hause, habe ich ja, warte mal, Traveler Wings, da sind sie. Bronze, Gold habe ich zu Hause und das haben wir auch, das können wir craften. Man könnte das dann eben noch verzaubern, tatsächlich. Das geht dann oben über den Enchanter. Wollen wir das noch machen? Brauchen wir noch Bücher für, ne? Bücher habe ich ja so ein paar. Da. Und, da. Und, da. Zack. So, dann haben wir hier die Traveler Wings. Wenn ich die jetzt quasi schon mal ein... Geil. Dann kommen die irgendwo... Nein. Da. Wohin denn? Irgendwo kommen die doch rein. Oder müssen die mit einer Rüstung vercraftet werden? Das kann natürlich auch sein. Irgendwo müssen die doch zusammengecraftet werden, ne? Kann das sein? Ich kann den nirgendwo einfügen. Hallo. Mann! Sprachlos. Okay, keine Frage. Die müssen auf jeden Fall irgendwo noch mit zusammen, ich glaube mit der Rüstung noch zusammengecraftet werden. So war das, glaube ich, gewesen. Dort kannst du dann Sorbet machen. Dann hast du eben halt auch, ich glaube noch eine unendliche Haltbarkeit kannst du noch drauf machen und so weiter. Dann hast du eben diesen Doppelsprung, den du machen kannst. Das ist das Einzige, was mir nochmal so pauschal einfällt, was man macht. Man könnte Herzcontainer noch machen, aber dazu musst du dir irgendwelche Monster-Bosse killen. Was du eben in diesem Mod-Paket nicht machen kannst, aufgrund dessen, weil du nur die Standardwaffen hast. Die Tinkers-Waffen sind nämlich deaktiviert. Das ist der Knackpunkt. Dementsprechend kannst du hier diese OP-Zombies nicht wegklatschen, ohne dass du selber mal drauf gehst. Das ist halt der andere Knackpunkt. Von daher, man könnte ja auch mit Tinkers, mit Blood Magic, da sind die Sachen auch alle deaktiviert. Also die sind auch alle rausgepatcht worden und so weit alles. So, das ist eigentlich, ja...
leider Gottes, muss ich dazu sagen, für mich im Endeffekt beendet ist. Ja, ist einfach so, muss ich sagen. Das Thema ist für mich beendet. Folge, weiß ich, 48 oder so ist es, glaube ich, 49, wie auch immer, keine Ahnung, ich weiß nicht. Möchte ich sagen, so gern ich auch hätte das fertig gebaut, kann ich nicht. Punkt. Ist leider so, kann ich nicht. Von daher, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Abo da, Daumen nach oben. Es geht definitiv erstmal weiter mit Forever Stranded. Das mache ich jetzt wieder weiter. Wohl wahrscheinlich dann täglich. Achso, ich sollte hier nicht hingehen. Hier gibt es hier so komische Geräusche. Wohl wahrscheinlich mit Forever Stranded, wie gesagt. Wahrscheinlich täglich. In diesem Sinne, danke euch erstmal fürs Zuschauen. Ich fand's geil. Auch wenn ich nicht allzu viel von Anfang an mitgemacht habe. Aber ja, für mich muss ich sagen, ist leider Gottes, auch ohne Facecam jetzt mal, aber leider Gottes ist für mich das Thema erstmal durch. Wer es selber nochmal spielen möchte, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung, da ist der Link zum Modpack. Das geht über den Technik-Launcher und dort einfach den Anweisungen folgen, muss ich sagen. Ja, viel Spaß euch noch. Sollte es nochmal Neuerungen geben, werde ich das Projekt natürlich wieder aufleben lassen. Natürlich, keine Frage. Sollte es aber eben keine weitere Neuerung geben, dann ist das Projekt hiermit beendet. Bei mir auf meinem Kanal. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim anderen Modpack. Bis dahin. Ciao.